Hallo, ich bereite mich gerade auf die nächste Sendung der Rusty Roots vor. Und da bin ich auf ein Duo gestoßen, was damals 1972 wieder ein Album rausgebracht hat. Und habe gedacht, da kann ich doch ein bisschen mehr eigentlich vorstellen. Die Jungs hätten es wirklich verdient. Da geht es nämlich um die Dwight Twilley Band. Und der zweite Mann im Boot, der leider nicht erwähnt wurde, war Phil Seymour. Das ist einer meiner Schwerpunkte in den Rusty Roots. Natürlich, die 60er, 70er, 80er Jahre sind schwer vertreten. 60er immer ein wenig mehr, ne? 70er natürlich auch. Und dann habe ich noch einige Geburtstage, Rhythm and Blues Sängerin, runde Geburtstage. Unter anderem auch diese Dame, Bonnie Raitt, hat ihren 60. gehabt. Und da werden wir dann jede Stunde einen Song hören. Also es wird wieder eine schöne Erinnerungsgeschichte über die letzten Jahrzehnte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Näheres bei rockantenne.de und ich hoffe, Sie sind dabei. Sonntag, 15. November. Tschüss, bis dann.